pissen muss ich! Tierisch! Der Vater muss pissen! Pissen! Ihr Rüssel! Guten Morgen. Die Sonnenkinder melden sich aus dem jedes Jahr seit 20 Jahren regnerischen Wacken. Aber, was meint ihr denn? Wenn wir da sind, ist es sonnig. Genau so sieht es nämlich aus. Na, ich zeige euch schon mal kurz, was hier so stattfindet. Wir, Soulfly und die Herrscher an Coach-Service-Bussen, die eigentlich gar keinen fahren, die stellen sich immer nur hier zum Prollen hin. Aber die sind so, die Company ist so reich, die stellen einfach nur Busse hier zum Ausstellen. Da fährt gar keiner mit, weil die so teuer sind. Das kann sich kein Künstler leisten. Ja, oder Marek? Sie, nicht Sie? Mal wir. Meine Theorie ist auf jeden Fall gestern aufgegangen. 3 Flaschen Wein helfen mir definitiv zum Einschlafen. Nur, was ich nicht bedacht habe, ist, der nächste Tag ist mir Schmidt. Also, oder auch duselig. Doch. Das Mädchen. Was für ein Mädchen? Das da war. Ja. Ein Freund von Bobo. Von Bobo? Ja. Extrem ein Dreschen. Lass mal extrem ein Dreschen jetzt. Ja, das war ja reizend. So, Schluss jetzt. Ah, das ist ja. Ja, das ist aus. I've got something to say. I have a special day für deine beiden Freunde, ja. Oh. Jetzt guck mal da unten auf den Container. Siehst du mich jetzt? Okay, guck mal, wie der liegt, Junge, wie geil ist der denn? Andi, ich seh dich. Ich seh dich. Weißt du, was das Coole ist? Die Kappe, die er da gemalt hat, die hat Marc jetzt auch. Hey. Das ist geil, das passt. Alleine der Weg halt vom Dressing Room bis auf die Bühne ist halt, als wie wenn wir sonst von Köln nach Münster touren. Einfach großartig. Und das Wetter, habe ich eben schon mal gesagt, grandios, ne? Ich hab den Fans eben Bescheid gesagt, dass wir jetzt kommen. Also wir. Ich kenne die alle beim Namen. Das ist der Blöde. Ich wollte dir mal erzählen. Hier. Extra fürs Wacken drangelassen. Ja? Uiuiui. Ui. Alles für euch. Na, genau so bis morgen. Yeah, ist einer am Kacken? Nein, ne? Das war Wacken 2010. Fett. Fett, fett, fett. Und ja. An Caliban TV da draußen. Fehlen gerade die Worte, aber ihr werdet mit Sicherheit noch einiges heute von uns hören. Vielleicht. Hallo. Sag hallo, hey. Caliban TV. Hallo, Caliban TV. Caliban TV. Die Wackenretter grüßen. Schön, dann sagt man einfach so schön. Caliban 2010 Wacken, fett. Ja, guck mal. Aber ja, gleich mal anliegt. Alles aus der Hose raus. Jetzt, nur mal eine Frage. Hätte der Marco wohl, Lollo, heute wohl Bock, mal einen frischen Schlüppi anzuziehen? Nö.
Wir machen das Wochenende, machen wir True. Machen wir immer True. True. Ey, was geil, ne? Ja. Erste Etappe hier. Schon mal geklärt. Sind in Frankfurt. Jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst, ich Depp. Und bin rausgegangen. So muss ich den ganzen Security-Check nochmal machen. Und ja, schöne Scheiße. Die anderen sind einfach so durchgehuscht und ich durfte mich nochmal bis auf die Unabwuchs ausziehen. Naja, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, jetzt haben wir ein Stündchen, bevor es dann weitergeht nach Budapest. Ja. Wo wir dann auch nochmal 2 Stunden Vanfahrt vor uns haben, nach Verpelet oder wie das Ding heißt. Naja, auch das werdet ihr mit Sicherheit mitbekommen. Bis gleich. Ruhrpott Bolo Squad, später RBS. So, Budapest haben wir schon mal erreicht. Warten wir aufs Gepäck und dann 2 Stunden Vanfahrt. Vielen Dank. Lustige Vanfahrt nach Festival. Aber zum Glück ein bisschen Entertainment, von daher ist es ja nicht ganz so schlimm. Weißt du, ey, kann man hier mal blasen? In Ruhe blasen? Kann man bitte mal in Ruhe blasen? Sind auch nur noch 36 Minuten zu fahren. Von daher, Zeit schnell gekillt. Ja, Wetter ist schön, jetzt ist alles ganz gut gelaufen, bis auf den einen Flug, aber wir machen das schon. Artist. Er ist ja auch immer ein Artist, ne, wie im Zirkus. Oh, mit Durst. Ich fühle gerade so, als ob wir das erste Mal in so einem Raum wechseln. Ja. Ach so, übrigens hier, darf ich dich mal kurz zeigen. Das ist Dennis mit neuer Frise. Wir sind also nicht in 1997. Das ist schon 2010. Ja, so verrückte Sachen machen die hier in Ungarn. Kisten stapeln bis nach oben. Idyllisch. Das ist geil, wenn wir nicht labern, hört man auf jeden Fall nichts. Also nichts. Wir beziehen uns, wir beziehen jetzt mal unsere Zimmer. Zimmer. Ein bisschen wie campen, glaube ich. Aber wir sind alle zusammen in einem Raum. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ja draußen schon gesagt, es ist wie Klassenfahrt. Oder eine Therapie. Wir machen das, was Metallica früher gemacht haben. Der eine muss sich auf den anderen nochmal neu einstellen können. Deswegen sind wir alle in einem Raum. Auch ein Idiot kommt uns mal in Ungarn besuchen. Aber nicht wegen uns, war schon in Budapest gewesen mit seiner Freundin. Naja, gleich gehen wir mal musizieren auch. Lars hat ein Häufchen gemacht. Guten Morgen zu einer gottverdammt ekelhaften frühen Zeit in Budapest. Nach 3 Stunden Schlaf, jetzt Rückreise nach Deutschland zum Area 4 Festival. Ja. Viel zu sagen gibt es nicht. Gestern war ein schönes Konzert, kleines Konzert, hat aber Spaß gemacht. Unsere Jugendherberge war auch ganz toll. Ah, kennt ihr das, wenn ihr das, wenn ihr morgens aufwacht und ihr müsst aufstehen? Und dann ist es so warm und ihr habt die perfekte Temperatur im Bett. Das ist schlimm. Schlimm, wenn es alles so perfekt und gut ist.
Ja. Hast du dann Häufchen gemacht? Nee. Das war kein Häufchen mehr, das war ein Haufen, sagt er.